So, da sind wir wieder. Weiter, Folge 2. Guck mal, da ist auch eine Werbung. Oh, überall so schöne Werbung. Da ist ein Megasphere. Komme ich wahrscheinlich von oben irgendwie ran, ne? Gut, ich will mal in den Fahrstuhl gucken, wo er uns hinführt. Megasphere, ich liebe dich. Ich will Kind von dir. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja gut. Ich wollte sowieso, aber ich habe vollkommen vergessen, am Ende der letzten Folge oder jetzt Anfang dieser Folge, also immer am Anfang und am Ende, mal irgendwie speichern. Damit wir eine Aufnahme mal verkackt, ich wieder zurücksetzen kann. Oh ja, mal gucken. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oha. Ah, das ist ein geiles Cool. Und da können wir rein. I guess. Auch schon viel Leben, nehme ich gerne. Hier ist auch schon wieder so eine blaue Wand. Okay. Ich glaube, wir gehen gerade zurück. Kann das sein? Oh mein Gott. Oh, danke. Ach, hier waren wir. Ah, genau, hier, da, ja, genau, hier ist der eine Fahrstuhl gewesen. Okay, das heißt, hier geht's normalerweise so rum. Oder, I don't know. Sind wir jetzt noch richtig? Waren wir hier schon? Ich, keine Ahnung, doch, hier waren wir schon. Ja, genau, doch, hier waren wir schon. Oh, doch nicht? Warum sind die welche? Ach ja, wir hatten ja nur da durch das kleine Loch da erstmal ein bisschen aufgeräumt gehabt. Oh, Schalter. Aha. Ja, hier genau. Hier ging es in the Virtual Reality. Bevor Virtual Reality modern war. Ah, okay, 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 okay. Verstehe. Achso, das ist auch noch eine Falle. Ey, nicht festhängen. Alter. Boah, Alter. Wie ich halt überall hängen bleibe. Nice. Sonst gibt's hier nichts. Okay. Tja, gehen wir in die Virtual Reality? Ich glaube mal lieber noch nicht. Erstmal gucken, was wir jetzt eigentlich jetzt überall alles geöffnet haben. Ich bin gerade so confused. Like Confucius. Also wir haben jetzt die blaue Keycard und den gelben Schädel. Haben wir schon die gelbe Keycard? Hier brauchen wir, genau, hier brauchen wir den gelben Skull für. Lol. Schön klimatisiert hier. Aber warum stehen in einem Gefrierraum so Packungen rum? Was ist das überhaupt? Ist das Müsli oder sind das welche? Keine Ahnung. Hier geht's nicht raus. Hier geht's nicht raus. Aber hier ist ein Geheimweg. Dann gucken wir mal, wo der hinführt. Irgendwas ist gerade auf oder zugegangen. Das habe ich genau gehört. Schöne Waffe, by the way. Oh ja.
Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich kenne diesen Raum hier auch gar nicht. Ich glaube, letztens Mal, als wir das Level gespielt haben, habe ich den Raum hier nicht entdeckt gehabt. Oh, nice. Sehr schön gemacht hier. Gut, ich meine, normalerweise glänzt Blut jetzt nicht so sehr, ne, muss man auch dazu sagen. Das ist schon sehr hart poliert. Aber gut. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Oh, ist das krank, Alter. Wie ist er noch so runtergerückt? I love it. Oh, da oben ist ja noch was. Ha! Bei dir mal sehen. So, hier sind nämlich auch über so eine Schachtel. Ist das. Der, wie viel Müsli essen die hier? Das ist doch ungesund. Oh oh. Oh. Ja, jetzt habe ich sie angelockt. Ich höre keine Stimmen mehr. Ist das gut oder schlecht? Komm nur mal her, Junge. Rüstung. Na, wohl. Schalter. Bäh. Was hat er jetzt gerade geöffnet? I don't know. Ach ja, hier. Son of a bitch. Was ist mit dir los? Ich komme jetzt noch. Hier ist ein versteckter Geheimweg. Kann ich die Kiste irgendwie. Na guck mal, der Weg geht da hinten nach rechts weg. Rechts. Müsste ja hier irgendwie rauskommen, oder? Ja, oder auch nicht. Mal kurz, wie groß ist der Raum? Gut, okay, der könnte auch nach da hinten hinweggehen. Weil eben ist ja hier noch ganz schön breit. Das heißt, wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt hier vorbeigucken. Müsste hier irgendwo lang gehen. Ach! Das ist der Weg hier, kann das sein? War da eine Kiste? Ja, hier ist die Kiste. Das war der Raum. Okay. Verstehe. Lol. Gut, das heißt, dann. Gehen wir da jetzt rein. Achso, halt, hier muss ja noch die Rüstung. Die nehmen wir natürlich mit. Jump'n'Run Passage, jawohl. Und können jetzt den Weg hier umgehen. Ich schätze mal, diese Tür war das, was wir mit dem Schalter geöffnet haben. I guess. Weil eben, sollte mir nicht durch diese blauen Dinger da durchrennst, öffnen sich nämlich die und die Tür, wo dann wieder Monster rauskommen. Gibt es hier eine Falle? Oh, man kommt ja nicht mehr hoch. Ah, ne, doch da hinten auch Jump'n'Run-mäßig, okay. Haha, okay. Lösen wir sie einfach mal aus. Wobei, ich habe keine wirklichen High-Level-Waffen, die ich dafür verschwenden möchte, um mir unnötig Monster aufzurufen. Von daher lassen wir die Monster mal Monster sein. Und gehen mal hier. Da ist eine gelbe Tür. Oh, der Bereich. Oh, ich erinnere mich an den Bereich. Der Bereich ist hässlich als Fuckboy. Vor allem das Blödeste ist, das ist One-Way.
Sobald du die Tür öffnest, geht das Ding hier zu. Und das sind so Gitterstäbe, die hochfahren. Und dann kommst du nie wieder in die Richtung. Das heißt, wir müssen erstmal uns sicher sein, dass wir hier alles gemacht haben, glaube. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir zurückkommen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber ja. Ach, guck mal, hier ist der andere Fahrstuhl. Ah, ja, genau. Ah, ja, genau. Da unten sind wir lang und dann sind wir hier hoch. Gott, Alter, das ist alles so verwinkelt hier. Hier waren wir drinne. Hier waren wir drinne. Da waren wir noch nicht. Hier waren wir. Wir müssen also hier nach links. Momentchen mal. Wo ist denn das genau? Der Weg geht da nach rechts weg. Dahinter ist eine kleine Mauer. Aber direkt dahinter ist hier der Weg. Du musst also hier lang gehen und hier irgendwie rauskommen. Aber hier ist nichts. Wir haben hier eine Map, ne? Ja. Ganz schön unübersichtlich. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir erstmal Virtual Reality, gell? Wobei ich möchte vorher noch mal gucken, ob wir hier auf der Heimseite auch alles abgearbeitet haben. So, hier ist der Raum, den haben wir komplett. Hier waren die beiden Toiletten, die haben wir komplett gemacht. Da oben war das Büro, das hatten wir komplett gemacht. Hier ist auch der Innenhof. Hier war der Raum, den haben wir soweit komplett gemacht. Hier war bloß der kleine Schleichweg. Und hier ist auch noch ein Fahrstuhl. Ja, wo geht denn der Fahrstuhl hin? Oder ist ja nur Dekoration? Ach ja, nee, das war ja hier die Falle mit den blauen Dingern hier. Nevermind. Okay, das heißt, dann haben wir doch alles. War der Anfang? Ach so, genau. Hier kann man, hier ist der Anfang. Ja, aber hier haben wir auch schon alles gemacht. Und hier geht es wieder zurück nach unten. Aber da haben wir auch alles gemacht. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir in die Virtual Reality. Spielen ein bisschen Doom in Doom. Das ist dann quasi Doomception. I guess. Wow. Das kriege ich noch nicht so. Gut, speichern und dich hinsetzen und dann heißt es Let's go. Aber jetzt mal was trinken. Ah. Gut, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich versuche, dass dieser Raum geil aussah. Bitte keine Zombies, bitte keine Zombies. Schwein. Oh. Gar keine Zombies am Anfang. Cool, das ist natürlich beruhigend. Alter, diese Optik sieht halt so geil aus. Data Transfer. Aha. Ey. Werden wir direkt vom Anfang an weggesnipert oder was hier? Okay, wir sterben gar nicht, lol. Denn das ist ein fucking Imp. Was ist mit dem los am Unterkommen? Oder was? Oh, hier ist Munition. Oder? Nee. Ach, das war, weil wir nachgeladen haben. Ah, da haben wir die rote Keycard. Das heißt, wir haben die blaue, gelbe und rote Keycard. Wir haben also alle Keycards plus den gelben Schädel. Das ist doch schon mal eine Ansage. Da hinten ist Munition. Da ist eine fucking BFG. Da ist Backpack und ein Shotgunner. Da war ein Shotgunner. Die BFG sieht schon sehr verführerisch aus. Ach ja, da hinten, bei der einen roten Tür, das weiß ich noch. Bei der großen roten Tür. Gut, sieht man hier gar nicht.
Aber dann da die rote Tür. Die hintere rote Tür. Da ist ein Cyberdemon hinter. Da freut mich jetzt schon drauf. Gut, 25 Geld brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Ist das eine Falle? Nö. Okay. Warum ist das hier gelb? Also rot ist eine Tür. Aber was ist der Unterschied zwischen blau und gelb? Hier ist auch gelb. Das Ding ist auch gelb. So, hat irgendwas bedeuten? Hm. Gut. Dann machen wir mal die Tür auf. Ich traue mich ja nicht so sehr, aber gut, let's go. Wir haben noch keine wirklichen Powerwaffen, ne? Obwohl, doch, wir haben die Minigun. Die rotzt schon ordentlich weg und wir haben... Oh, wir haben den Flamethrower. Wir haben 6 Handgranaten, das ist auch nicht schlecht. So, okay. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal die Waffe. Alter, wie riesig das Ding ist. Öffne die Tür und renne ganz schnell weg. Klingelstreich, Klingelstreich. Blablabla. Wendet er uns den Rücken zu? Wie dumm kann man sein? Nee, 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 nee. Oh, oh, wird hart geschossen. Huh. Huh. Gott. Okay, wir brauchen... Hätte daran, wir spielen wieder in Tactical Mode, ne? 3 Schuss, spätestens sind wir weg. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns hier nicht irgendwie die Blöße geben. Uah, so zum Beispiel. Ach du Scheiße. Alter. Oh, Agro. Agro-Berlin, Scheiß auf den Muggel. Oh. Oh, dann. Oh, dann ist auch noch einer. Mit der Pistole. So, sollen wir erstmal den Imp da weg? Da. So. Ich höre hier irgendwelche Zombies oder so. Da zum Beispiel. Da hinten ist ein aggressiver Imp. Jetzt nicht mehr. Da ist noch ein Imp gerade gewesen. Oh, Magnatron. Er legt mir am Arsch. Och nö. Ja, den Megatron sehe ich. Ich hoffe, er erwischt mich nicht. Nee, okay, er erwischt mich nicht. Das ist sehr gut. Da kann ich mich hier in Ruhe um den Bastard kümmern. Guck mal. Danke. So. Großes Gefahrenpotenzial schon mal weg. Oh, da hinten. Apropos Gefahrenpotenzial, ne? Auch einen besseren Schutzpunkt hier zum Beispiel. Komm her, trau dich, son of a bitch. Oh, Mann, das Ganze in Violetten Tactical Mode, Alter. Ein Fehler und wir sind halt direkt tot, ne? Boah, Alter. Beruhigen Sie sich. Der im Tod? Nee, ne, bestimmt nicht. Oh, also da jetzt laufen da hinten nur noch Imps rum.
Ist da noch einer? Goddammit! Krieg ich hier hinten ein besseres Schussfeld? Mann, nicht wirklich. Ja gut, zumindest sehe ich, dass da hinten noch ein Imp ist. Oh. Haha! Weggebumst. Mann, komm. Immer wenn ich warte, kommt keiner. Und sobald ich mich auf was anderes konzentriere, kommen da welche. Ist doch kacke. Aber wir müssen jetzt schon mal einen Großteil davon weggeräumt haben. Aua. Oh. Das heißt, da sollte es jetzt wesentlich ruhigerer sein. Dann ist noch der Imp, dem auf den Sack geht. Und der Archnatron, wie auch immer dieser Spinner da heißt. Mechnatron? Archnatron? Ich hab keine Ahnung. Wow! Oh, Scheiße! Oh, fuck, Alter! Voll aggressiv, das Viech. Heilige Scheiße. Ja, auf die Spinne müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Die müssen wir als nächstes wegräumen. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier einen relativ safen Spot. Relativ gut aufgeräumt. Ich traue mich also mal hier an der Stelle zu speichern. Und danke dafür. So. Nächste Station. Spinne. Jawohl. Oh. Hey. Weil ich wundere, warum die Waffe ab und zu so zuckt. Wenn du kurz drückst. Ja gut, einfach nachladen. Wenn du kurz drückst, dann siehst du an. Wenn du nochmal kurz drückst, dann gehst du wieder normal. Wenn du aber die Maustaste gedrückt hältst, dann hast du nur so lange Zoom, wie du gedrückt hältst. Und wenn du wieder loslässt, geht er automatisch wieder weg. Und ja, je nachdem, wie schnell. Also ab wann er die sind, das. Ja, deswegen ab und zu komisch. So, da war noch gerade ein Imp, der uns hier wegschießen wollte. Haha. Ein Imp weniger. Vor allem witzig mit einer Uzi auf die Entfernung zu zielen mit Kimmo und Korn, weißt du? Let's go. So, dann würde man sagen, kommt jetzt diese rote Tür hier dran. Ne? Ich hab. Schnell weg hier. Von da können wir welche schießen und von da. Aber ich glaube, wir haben die gut aufgeräumt. Ja, doch. Ich glaube, wir haben die sehr gut aufgeräumt. Kann ich hier hoch? Nein. Okay. Guck mal, hier ist auch gelb. Was hat dieses Gelbe zu bedeuten? Ich verstehe das noch nicht so wirklich. Wie gesagt, rot dahinter, also ne, rot sind halt Türen. Und da die rote Tür, da ist halt ein Cyber-Demon hinter, das weiß ich noch. Schön viel Munition hier, let's go. So, dann hier hinten sind wir safe, also schön speichern. So, dann gucken wir mal. Wir müssten hier jetzt auch soweit alles aufgeräumt haben, richtig? Sieht man von hier aus den Cyber-Demon? Ne, sieht man nicht. Okay. Sieht auf einmal so leer aus hier. Oh, sag mal. Gut, Aiming 6 setzen. Ah, guck mal, hier geht's hoch. Ah. Ja, eben ist ja rot. Warum ist das hier auch rot? Ich dachte, rot sind Türen. Okay, oder ist hier wahrscheinlich, weil es diese Jump-in-One-Passage ist. Damit man da genauer drauf gedingsterbumster wird. Alter, ich hasse dieses. Vor allem, wenn du läufst, rutscht immer noch so nach. Das ist halt super. Jawohl. Super verwirrend. Okay, sieht alles relativ clean aus. Boah, Alter. Was tue ich hier?
Ach ja. Was noch? Moment mal. Ach ja! Hier war noch so ein Geheimweg. Oh, aber der findet das genauso selber, die Männer. Fuck. Gut, ich würde mal sagen, Cyberdemon machen wir in der nächsten Folge. Bis dann.